Guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Haus on Stream. Heute wieder zu einer erneuten Runde Yoga. So, wir machen ein bisschen weihnachtliche Musik an. Weil wir sind ja in Weihnachtsstimmung. So, wir fangen heute mal ganz entspannt. Was ist mit der Kamera los? Im Stehen an. Wir haben da ein paar Verspannungen im Nacken, die wollen wir heute ein bisschen lösen. Machen uns erstmal ein bisschen warm. Schultern kreisen, ganz entspannt. Lockern. Nehmen die Hände nach oben. Strecken uns einmal richtig schön zur Decke. Schulter nach oben ziehen. Und dann lassen wir wieder locker. Schwingen die Hände. Nehmen die Hände nach oben. Und dehnen uns einmal zur linken Seite. Zur rechten Seite. Nehmen wir den Fuß nach außen und ziehen nochmal die rechte Seite lang, indem wir den Arm nach oben nehmen, den rechten nach unten. Wechseln wir einmal die Seiten. Dann kommen wir wieder zurück. Das linke Bein nach oben, Hände nach oben und öffnen unsere Hüfte. Dann wechseln wir einmal die Seiten. Und öffnen auch hier die Hüfte. Schön, wir finden heute unsere Balance. Dann gehen wir einmal in den Krieger 1. Wir nehmen direkt die linke Hand zum linken Fuß, die rechte nach oben. Kommen wir nach oben in die seitliche Position. Dann wechseln wir einmal die Seiten.
Hier wieder Krieger 1. Und den rechten Arm zum rechten Fuß, die linke Hand nach oben. Dann kommen wir in die seitliche Position, strecken die Arme schön aus. Einmal zurück. Lockern uns, kommen mit dem Oberkörper nach vorne, stützen die Hände ab und rollen uns langsam ein. Beinbreite könnt ihr dabei variieren. Ist alles verdreht. Wundere mich schon, warum die Hose nicht richtig sitzt. Ja. So, dann kommen wir wieder langsam nach oben. Und nehmen den rechten Fuß in die rechte Hand. Strecken uns nach vorne. In die Balance. Zeigt gerade nach vorne. Dann wechseln wir einmal die Seiten. Zurück, stellen uns gerade hin, nehmen die Hände auf den Rücken, ziehen sie nach oben und kommen mit dem Oberkörper nach vorne. Langsam nach oben. Lockern uns wieder ein bisschen. Nehmen die Hände nach vorne. Nehmen den linken Fuß auf das rechte Knie und kommen mit dem Oberkörper nach vorne langsam. Soweit wie ihr kommt. Eine schwierige Übung der Balance.
Dann kommen wir wieder langsam nach oben. Den Standfuß gestreckt, weil das für mich sehr schwierig ist, sonst die Balance zu halten. So kann ich mich ein bisschen besser ausgleichen. Ja, hier kommen wir wieder schön nach vorne. Und dann wieder nach oben langsam. Noch was trinken. Da wir uns schon etwas warm geturnt haben, kommen wir dann nun in den herabschauenden Hund. Die Fersen schön durchtreten und mit der Hüfte mitgehen. Schön richtig einknicken. Dann hören wir auf und strecken das rechte Bein nach außen. Komm mit dem Knie zum Kinn. Dann wieder nach außen strecken. Wieder mit dem Knie zum Kinn. Ein letztes Mal. Und dann kommen wir mit dem Knie nach vorne. Mal nicht ganz so weit. Schön einmal durchstrecken und nach vorne durchstrecken. Dann wieder nach hinten und wieder nach vorne. Dann wieder nach hinten und wieder nach vorne. Schön lang machen das Bein. Kommen wir in die Gerade und kreisen den rechten Arm, um die Schulter frei zu machen. Und zwar viermal. Dann kommen wir wieder zurück in den herabschauenden Hund. So, auch hier nun. Nehmen wir das linke Bein, strecken das aus und ziehen das Knie bis zum Kinn. Dann kommen wir wieder nach vorne. Nach vorne und einmal nach hinten. Schön das Bein lang ziehen und wieder nach vorne und dann wieder das Bein lang machen und wieder nach vorne. Dann ein letztes Mal das Bein lang machen. Und wieder nach vorne. Dann kreisen wir den Arm. Insgesamt viermal. Und kommen wieder zurück
in den herabschauenden Hund. Strecken mal das rechte Bein nach außen. Dann das linke Bein. Bleiben etwas in dieser Position. Dann kommen wir mit dem gesamten Oberkörper nach unten. Kobra 1. Heute ist eine sehr gute Körperspannung, muss man dazu sagen. Der Muskelkater hat auch von den letzten Tagen nachgelassen. So, dann kommen wir nach unten. Ich muss ein bisschen weiter nach unten von der Yogamatte lassen. Zwei Arme hinter der Brust. Geben unserem Körper einen Moment der Ruhe. Tief ein- und tief ausatmen. Dann kommen wir mit dem Oberkörper nach oben und nehmen die Spannung aus dem unteren Teil des Rückens. Einmal wieder lockern. Und wieder die Anspannung aus dem unteren Teil des Rückens. Und wieder entspannen. Dann strecken wir die Beine und Arme aus und heben sie an. Die Spannung halten und einmal wieder entspannen. Dann wieder anspannen. Wieder entspannen. Dann kommen wir zurück, machen die Beine etwas auf, kommen mit dem Oberkörper nach vorne, machen unseren Rücken lang. Wir machen heute mal eine umgedrehte Reihenfolge. Normalerweise ist es immer andersrum. Moin Bunny. Was für ein Hund? Du, die heißt die Stellung. Ja, genau, Bunny. So, wir nehmen den rechten Arm unter den linken und ziehen die Schulter lang. Bunny, du kannst mal mitmachen. Nicht so faul sein. Der herabschauende Hund ist schon sehr anstrengend. So, wir wechseln die Seiten. Nochmal den herabschauenden Hund. Mir gefällt diese Übung sehr, allerdings ist sie auch sehr ausdauernd und anstrengend. Wir nehmen nochmal das rechte Bein nach hinten und ziehen das Knie zum Kinn.
wie du die Stellung. Schön durchstrecken zum Ende nochmal und wir wechseln die Seiten. Hier wieder das Knie zum Kinn. Kriege ich das Bein auch nicht ganz so gerade. Und wir kommen einmal in den Vierfüßler. Muss ja nicht übertreiben. Stellen die Füße auf. Ja. Zu weit? Nein. So, wir stellen die Fußspitzen auf, strecken das Becken nach außen, machen ein Hohlkreuz, strecken den Bauch. Übung erfolgt ja in der Bewegung, Bunny. So, dann machen wir ein Hohlkreuz. Den Katzenbuckel. Nehmen die Schultern schön nach unten. Becken einknicken. Und wieder umgedreht. Und ein letztes Mal den Katzenbuckel. Dann kommen wir wieder in die normale Position des Vierfüßlers. Mit den Händen ist es auch besser geworden. Ich kann die ein bisschen mehr belasten und abstützen. Wir nehmen das rechte Bein, strecken die Ferse durch. Drücken richtig schön in die Wade hinein, als würden wir lossprinten. Dann nehmen wir das Bein nach oben, ziehen das Knie zum Kinn. Viermal. Kommen dann wieder zurück. Machen dies auf der anderen Seite genauso. Wade schön durchstrecken. Mein Gott, bin ich am Schwitzen. Mein Magen knurrt. Wir haben noch nicht gefrühstückt, wie immer. So, wieder das Knie zum Kinn. Viermal. Wir kommen dann wieder zurück. Weiß, wer tut dies? Ja, Bunny, das weiß ich auch. So, wir strecken einmal das Bein aus. Bunny, sei mal ein bisschen flexibel, du kannst mal mitmachen. Das sind schöne Geschenke in der Community-Truhe. Wir versuchen mal wieder zu öffnen. Wie immer, was nicht funktioniert meistens. Doch, diesmal schon. So, wir strecken schön das Bein.
machen wir mit dem Bein nach außen, mit der Hüfte auf dem Boden. Strecken schön das Bein aus. Was mit dir los? Komm schon wieder die Wintergefühle, die winterliche Stimmung. So, dann nehmen wir den Fuß in die Hand, drehen uns zum Fuß mit dem Oberkörper, ziehen ihn langsam ran. Schließen uns mit beiden Händen den Fuß. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn das Knie so umgedreht an einen entgegenguckt. Dann lösen wir wieder die Spannung und begeben uns auf die andere Seite. Hier das Bein. Knie durchdrücken. Manchmal funktioniert das manchmal nicht mit der Chest. Ich sehe heute wild auf dem Kopf aus, irgendwie. Sehe ich gerade. So, dann nehmen wir das Bein nach außen. Auch wieder hier mit der Hüfte zum Boden. Drehen uns in die entgegengesetzte Richtung. Machen das Bein schön lang. Ich hoffe, das hört man nicht. Dann nehmen wir wieder den Fuß in die Hand und hier auf dieser Seite habe ich zum Beispiel mehr Probleme als auf der anderen Seite. Das Bein langsam zum Oberkörper zu ziehen. Mein Bauch will einfach nicht still sein. Gluck, gluck, gluck. Dann lockern wir wieder. Auf dieser Seite kann ich nicht beide Hände ranziehen und komme einmal in den. Ja, das ist mein Bauch. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Das mache ich eigentlich nie vorm Yoga, aber heute Morgen, weiß ich nicht, ist der stark am Grummeln irgendwie. Ich kann nicht sagen, warum. Oder vielleicht, weil ich schon was ein bisschen mehr getrunken habe heute als sonst. Dann grummelt er manchmal auch so. So, wir kommen entspannt in den Schneidersitz. Hände nach oben und dehnen unseren Oberkörper hier auch auf die linke Seite. Ohne mit dem rechten Po-Schenkel den Boden zu verlassen. Dann auf der rechten Seite auch so. Strecken wir einmal die Arme nach oben, ziehen die Schultern nach oben und machen unseren Körper lang. Und lassen dann einmal die Schultern fallen, kreisen die Schultern. Der Rücken ist immer noch nicht so ganz warm. Man merkt das Knacken noch, die Gelenkflüssigkeit. Wir gehen uns einmal zur linken Seite
Guten Morgen, Krauti. Zu McDonald's? Ist halt nicht ganz dicht. Nee, ich mache meistens Yoga vorm Frühstück, weil das angenehmer ist. Weil nach dem Frühstück fühle ich mich so gesättigt. Nee, und zu McDonald's gehen wir heute auch nicht. Ich war schon lange nicht mehr. Ich war wirklich schon lange nicht mehr. Ich gehe immer nur, wenn Aktionen sind. Ansonsten bin ich nicht ambitioniert. So. Wir nehmen einmal den linken Fuß nach vorne und versuchen uns mit Ein- und Ausatmen auf den linken Fuß herabzulassen. Durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen. Linke Seite wieder etwas schwieriger als die rechte. Dann wieder langsam nach oben. Wechseln einmal die Seiten. Auch hier das Gleiche. Sport ohne Energie. Und hier wieder das Gleiche. Kommen wir wieder langsam nach oben in den Schneidersitz. Wir nehmen die Hände wieder auf den Rücken und ziehen die Arme nach oben. Kommen mit dem Oberkörper nach vorne. Bleiben mit dem Becken auf dem Boden. Wir kommen schon sehr tief, also muss man sagen, wir entspannen uns einen Moment, wir versuchen es nochmal. Ist natürlich auch schwierig, die das Gleichgewicht zu halten, um nicht auf den Boden zu kippen mit dem Kopf, ohne dabei das Becken zu verlieren. Wenn man richtig warm ist, dann fällt einem das auch nicht mehr so schwer. Wieder nach oben. Es fehlt nicht mehr viel und dann kann ich den Boden berühren. Wie schmecken die Kekse? Sehr gut. Aber ich habe viele verschenkt. Wir machen ja Sonntag wieder Kekse. Also diesmal mit dem Fleischwolf und so. Richtig, meine Haare sehen aber auch echt on point heute aus. Wir machen den Brustkorb frei, die Schultern nach hinten, Arme nach hinten und strecken unseren Brustkorb nach vorne, Rücken dabei gerade, öffnen uns.
Anspannung. Dann kommen wir nach vorne, als würden wir einen Baum umarmen. Ziehen die Schultern nach vorne, Rücken nach außen drücken, Bauchnabel nach innen. Rollen uns so richtig schön ein. Und dann öffnen wir uns wieder. Dann schließen wir uns noch ein letztes Mal. Kommt wieder entspannt in die Position zurück. Legen uns hin. Wo sind meine? Schick dir welche. So, Knie leicht angewinkelt. Wir nehmen einmal den linken Fuß auf das rechte Knie. Ziehen das Knie der linken Hand zu unserem Oberkörper. Dann wechseln wir einmal die Seiten. Wenn ich bedenke noch, wie ich am Anfang Schwierigkeiten hatte bei dieser Position, fällt mir das jetzt deutlich leichter mit der Übung. Zurück, strecken die Beine aus, kommen mit der Hüfte leicht nach innen und legen das linke Bein nach außen, die beiden Arme ausgestreckt und mit dem Kopf in die verkehrte Richtung schauen. Eine schöne Gerade bilden. Wechseln wir einmal die Seiten. Dann kommen wir wieder zurück. Knie in die Hände, kreisen schön die Hüfte zur Entspannung der Wirbelsäule. Der Oberkörper bleibt liegen. Der Magen reguliert heute. Hat sie dich tagelang nicht so gegessen. Jetzt in die eine Richtung, dann die andere Richtung auch abwechseln. Ziehe nochmal das Knie ran. Seiten, auch hier das Knie ranziehen.
schaue ich mal auf die Zeit. Ich habe gar nicht heute auf die Zeit geschaut, so wirklich. Und ich finde, wir hatten ein gutes Workout hier. Mein Akku rebelliert auch. So, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal, was die Truhe sagt. Geschenke verteilen, weil es ist ja Weihnachten. Ich würde sagen, 42 Minuten ist ein gutes Workout gewesen von der Zeit her. Hat Spaß gemacht heute. War sehr intensiv vor allen Dingen. Aber ich merke das auch immer, wenn ich gut in Form bin, dann schaffe ich natürlich auch mehr. Wir werden jetzt frühstücken gehen. Ich blende von gestern nochmal die Wiederholung ein. Ich kann auch mit der Kamera reden, ne? Von gestern die Wiederholung ein und später streamen wir dann nochmal wieder. Ich wünsche euch bis dahin erstmal einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Reingehauen.